Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Crash Bandicoot in der Endzeit-Trilogie. Zu dem wahrscheinlich letzten Part des zweiten Teils. Uff. Wahrscheinlich werden wir schon im nächsten Part dritten Teil spielen. Oder das zweite Jetpack-Level. Ja, nice. Das müsste eigentlich überhaupt nicht schwer sein, als es gerade problemlos sind. Das letzte Level der Nacht, das könnte schon etwas schwerer sein. Etwas anspruchsvoller. Aber das werden wir auch hinkriegen. Und wir sind ja auch im letzte Abteilung von letzter Etage vom Level. Sind die auch immer dasselbe Design. Also wir hatten zweimal das Jetpack-Level. Wir haben einmal dieses Fabrik-Level gehabt. Das letzte ist auch so ein Level. Und einmal dieses Nacht-Level, was man als geheimes Level hatte. Deswegen, also sie verteilen das ein bisschen gleichmäßiger, als man jedes Level doppelt hatte. Und ich sterbe hier zu oft. Das darf eigentlich passieren. Man darf hier nicht so weit nach rechts gehen, was ich aber gemacht habe. Was mache ich mit diesen Kisten holen? Was ich schon im letzten Part erwähnt habe. Denn man muss sich so lange schwingen. Ui. Wenn man irgendeine Kiste passt, muss sich so langsam bewegen. Das ist schon so kratzig. Aber egal. Und Checkpoint, damit wir von hier anfangen. So, hier gibt es ansonsten nichts mehr. Wow. Gerade in dem Moment gehen sie in die Mitte. Okay, das war knapp. Das haben wir geschafft. Weg mit dir. Uff. Okay, ganz schnell, ganz schnell. Das war, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war das Level, wo es ganz viele Nitro-Kisten gibt. Ich weiß zwar nicht, wo die sind. Weil ehrlich gesagt sehe ich nicht so viel, aber hier sind ganz viele. Ich meine, 45 Kisten sind schon recht viel. Das Level müsste gleich schon wieder vorbei sein. Das ist halt, das ist wirklich nicht lang. Was ich ziemlich gut finde, weil ich mag die wirklich nicht. Die sind wirklich besonders spannend. Aber egal. So, haben wir das Checkpoint. So. War klar, dass sowas passiert. Aber wenigstens hatten wir auch eine Maske. Was ist nur halb schlimm. Okay, hier sind die ganzen Nitro-Kisten. Ich verstehe. Ich verstehe. So, hier ist gar nichts mehr, ne? Hier ist nur das. Diese nervigen Minen. An den Talfeuer. Okay, da vorne ist das Ziel. Wir haben das Level eigentlich schon geschafft. Das ist halt wirklich lang. Ich glaube, wir hatten, weiß gar nicht, ein bisschen mehr als 10 Kisten. Und der Rest war alles Nitro. Wo ist der Kristall? Nein. Als ob. Habe ich den Kristall übersehen? Ja, habe ich. Wow. Okay, das ist ja. Das ist meine Dummheit. Ich würde sagen, ich hole den. Dann sehen wir uns gleich wieder. Mann. Ja, hey, da wäre ich wieder. Und ich habe den Kristall. Wow. Ich bin scheinbar sehr, sehr knapp vorbeigeflogen. Wow. Das finde ich gar nicht mal so geil. Jetzt kommt das Level. Das Level hat eine Stelle, die gar nicht mal so einfach ist. Und die ich auch gar nicht mal so geil finde. Und Dinge ändern hier den Modus übrigens sehr schnell. Sehr schnell als im vorherigen Level. Ist auch nur ein bisschen nervig. So. Okay. Wir haben jetzt die blaue Plattform vom Edelstein. Und da werden jetzt alle farbigen Edelsteinsplattformen vorkommen. Nacheinander. Das heißt, wenn man nicht alle hätte, könnte man das Level bis zu einem bestimmten Punkt weiterspielen. Und dieses Level ist saumäßig nervig.
schaffen wir nicht. Okay. Wir haben gerade echt Pech mit den Plattformen hier. Aber bei den Stellen, das Dinge, das ist immer Glückssache, wie die Position der einzelnen Dinger ist. Also Gegner und der Kolben. Wow. Das Problem ist auch, wir spawnen jetzt wieder am Anfang. Was nur ein bisschen nervig ist. Aber das Level ist auch so getimed, dass man alles schafft, sich dann quasi tötet und wieder am Anfang ist. Oder halt neu startet. Wie man es halt möchte. Aber ich vorsichtig es zu töten, weil es schneller geht. Im Endeffekt. Deswegen ist es besser. Aber das Level, also ich glaube, die Stelle hier ist auch das schwerste Teil vom ganzen Level. Ich glaube, danach ist das Level ziemlich einfach. Na, was heißt einfach? Mittelmäßig. Oh, hier darf ich darf mich nicht beeilen. Ich muss die Sprünge, die ich hier mache, extrem überdenken. Oh, und dann schaffe ich's. Ich habe gerade nicht genug nachgedacht. Ich mag diese Stelle nicht. Ich mag sie wirklich nicht. So. Ich mag auch diese Gegner nicht. Das ist so das Level, wo sie richtig anfangen zu nerven. Davor war so alles okay und jetzt fangen die an zu nerven. So, nicht beeilen. Langsam. Langsam. Wow. Einfach nur wow. Okay, ich hab's bis jetzt bisher wieder geschafft. Ja, jetzt bin ich hier weiter. Uff. Ich bin so oft im Level gestorben, dass ich sogar mit letzter Kopf bekomme. Was gar nicht mal so geil ist. Uch. Ich hoffe, dass wir diesmal nicht sterben. Wir sollten hier extrem aufpassen. Und der Plattform übrigens, da kann man an der Seite sterben. Weil an der Seite das Ding heiß ist. Also das schön, da ist Feuer oder was auch immer da ist. Bestimmt der Lava durchläuft durch Röhren durch oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist scheiß. Zehn plus weh. So, hier müssen wir extrem aufpassen. Weil wir ansonsten von den Gläsern gegrillt werden. Das sind zwar keine Laser, habe ich schon mal gesagt, aber ich weiß gar nicht, wo die Laser nehmen. Ich bin wieder am Anfang. Echt top. Och Mann. Das vergesse ich die ganze Zeit. Ja, wir sind wieder dort. Das werdet ihr alle nicht sehen wollen, deswegen. Ich hab's wieder hier geschafft. Was ein Wunder. Da vorne ist eigentlich schon Stil. Wow. Das ist überhaupt nicht nervig oder so. Ich mag diese Stelle überhaupt nicht. Und übrigens, wenn ich jetzt sterbe, das muss ich jetzt nicht zeigen. Ich bin so oft gestorben, dass das Level in den Mitleidmodus gegangen ist und hier an der Stelle ein Checkpoint aktiviert hat, den es davor gar nicht gab. Ja, was jetzt? Allerdings fällt mir gerade auf, dass ich vom Checkpoint keine Aquapumaske bekommen habe. Wow. Ja gut. Dann eben nicht. Oh, ich darf hier nicht springen. Das Problem ist, wenn die dich berühren, wenn sie runtergehen, stirbst du. Das gilt dann als zerdrückt. Auch wenn das nicht der Wahrheit entspricht, dann gilt es trotzdem. So, jetzt haben wir geschafft und da ist schon weiter Checkpoint. Das ist eigentlich der erste Checkpoint. Aber wir sind so oft gestorben. Ich meine, wir haben nur noch 83 Leben. Wobei ich weiß nicht, wie viel Leben ich am Anfang hatte, also. Was mache ich? Warum springe ich da drauf? Nee. Das die schlimmsten Tode in Spielen ist halt die, wie man Dinge aus eigener Dummheit macht. Wenn es halt so schwer ist, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn man selber, wenn man einfach aus Dummheit stirbt, dann ist es halt kacke. Aber richtig. Zum Beispiel genau hier. Ich bin wieder aus Dummheit gestorben. Weil ich habe gesehen, dass er so macht und ich bin trotzdem auf ihn zugesprungen. Nee. Was soll das?
So, schaffen wir es jetzt. Okay, jetzt warten wir. Perfekt. Warum bin ich so früh abgesprungen? Ich mag dieses Level nicht. Ich mag dieses Level wirklich nicht. Echt mal zu früh gesprungen. Ja, da sind schon 3 Leben hingegangen. So, perfekt. Schaffen wir es jetzt. Jetzt. Da warten wir. Oh, da ist das Checkpoint. Oh yeah. Okay, wir haben den da hinter uns geschafft. Das finde ich ziemlich gut und das war wieder dumm. Ich bin nämlich nicht richtig gerutscht. Okay, das haben wir geschafft. Und da ist der Bonus. Okay, Bonus heißt, wir können ein bisschen chillen. Weil das Level jetzt wieder einfacher wird. Glaube ich. Ich weiß nicht, welcher Bonus ist. Ich weiß, dass es ein ganz schwerer Bonus ist. Sieht aber nicht danach aus. Was war das? Ja, ich habe die falsche Richtung gewählt. Ich wollte mich links hin, bin aber rechts hin. Habe ich gut gemacht. Habe ich sehr gut gemacht. So. Das wollte ich machen, wenn ich hier oben bin. Und alle Kisten auf einmal zerstören kann. So. Oh, es war die Stelle. Jetzt komme ich auch da drauf. Und eigentlich das da oben schaffen, was man nicht geschafft habe. Und das heißt, ich muss die schweren Teil machen. Das ist schon lustig, das letzte Level. Und das ist zum ersten Mal, dass die das genauso machen, also 1:1 wie Crash 1 am Anfang. Bei Crash 1 haben die Bonus-Level schon ganz viel mit den Dingern gemacht. In den Kisten übereinander, dass die alle gleich viel zerstört werden. Die haben wohl gesehen, dass es ein bisschen zu schwer ist. Und selbst hier haben die so eine Kiste gesetzt, dass man oben drauf kann. Muss halt schaffen. Und nicht so dumm sein wie ich und den verkacken. Och man. Oh, dieses Level. Dieses Level. Nein. Ich mag es einfach nicht. So. Da wäre ich schon fast zu früh gegangen. Und da ist schon wieder gestorben. Jetzt, das wollte ich machen. Ganz langsam hier oben. Weil dadurch schaffen wir alle ohne zu sterben. Schaffen wir sicher halt alle. Und das finde ich ziemlich gut. Ich habe so ein Gefühl, ich habe hier wieder so Drops, dass so ein bisschen kurz laggt. So ein paar Lag-Spikes. Was ich gar nicht mal so geil finde. Weil es vor allem beim Springen sehr gefährlich sein kann. Aber egal. Ja. Jetzt ziehen wir das alles vor uns. Aber wir haben eine Kochmaske. Was sehr praktisch ist. So. Okay, die haben wir geschafft. Den haben wir geschafft. Die Stellen sind nicht so schwer, weil man kann einfach weit rutschen, deswegen kann auch der Strahl gar nicht erst bekommen. Ich glaube, der kann uns nur Schaden machen, wenn wir drin stehen bleiben. Wenn wir Kristall. Sah diese grüne Kiste aus wie eine normale Ausrufezeichen-Kiste. Was auf jeden Fall ziemlich interessant ist. Wir müssen aufpassen. Eins geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben das Level geschafft. Oh yeah. Uff. Ich mag das Level nicht. Ich mag es wirklich nicht. Aber hey, wir haben das letzte Level geschafft. Das heißt, es gibt nur noch einen Boss. Wer könnte das sein? Ich wundere mich. Der letzte Boss irgendwann ist es. Nee. Ist zu schwer.
Und da ist er. Hallo Cortex. Ja, mein Plan ist fast abgeschlossen. Und das verdanke ich dir, Crash Bandicoot. Engine, was ist los? Was passiert da? Stiehlt sie etwa unser Signal? Crash, Cortex will mit den Kristallen nicht die Planetenenergie eindämmen? Er will sich für den Super Cortex Vortex nutzen, den er auf seiner Raumstation gebaut hat. Echt? Mit nur einem Schuss würde der Strahl die ganze Welt erfassen und alle zu Cortex willenlosen Sklaven machen. Crash, er darf die Kristalle nicht bekommen. Cortex plant was Böses? Hätte ich hier nicht gedacht. Dr. Neo Cortex. Der Bosskampf ist, er weiß echt lame. Wir haben nicht dieses Jetpack. Und wow, ist dieser Bosskampf einfach. Ich will jetzt schon sagen. Wie schon, wo wir erst in die Kristalle gekommen. Also der Bosskampf besteht daraus, dass wir ihn verfolgen. Und sobald wir bei ihm sind, ihn wegkicken. Und das war's. Es gibt nicht mehr eine Gefahr oder so. Die einzige, was auffallen können, sind ein paar Objekte. Aber ich glaube, die machen uns nicht mal Schaden, bis auf die Minen. Ich meine, was ist das für ein Bosskampf? Das scheint echt lame. Aber egal. Ja, okay, die Minen töten uns auch nicht. Die halten uns nur auf. Eine Musik geschmiert, cool. Und ich hab's geschafft. Das war der ganze Bosskampf. Ja. Jetzt haben wir Spurtschuhe. Okay. Was auch immer Spurtschuhe sind. Ja, mit den Schuhen können wir schnell laufen, was jetzt fürs Zeitrennen praktisch wäre. Was wir aber im zweiten Teil nicht machen. Weil wir es nicht brauchen. Fun Fact ist der, das ist das erste Level von Crash 1. Das hier ist eigentlich das normale Ending. Und das Secret Ending kriegt man dann, wenn man alle Edelsteine hat. Allerdings ist es hier so anders, dass wir das normale Ending kriegen und dann zum Secret Ending gehen können. Das ist ein bisschen dieselbe Credits wie im ersten Teil. Die überspringen wir direkt. Denn wir können nämlich direkt zum Secret Ending gehen. Und das machen wir. Du hast alle Edelsteine? Du kannst es unfassbar. Die Kristalle sind nicht die einzige Möglichkeit, Planetenenergie zu nutzen. Ja, die Edelsteine können es auch. Und mit ihnen kann ich den Cortex-Vortex zerstören. Soll ich dich in meine fertige Laseranlage warpen? So, wir können nämlich jetzt nochmal hochgehen. Was wir auch machen können, können wir nachschauen. Wir haben 100% und wir haben alles. Und jetzt gehen wir hoch. Und es lädt. Es hat sehr früh abgebrochen, weil ich glaube, jetzt kommt eine Cutscene. Yes, mit allen Edelsteinen. Wir sind bereit, Crash. Möchtest du das in die Hand nehmen? Tja, das war's dann wohl. Dadurch haben wir es geschafft. Wir haben das Secret Ending freigeschaltet und wir haben den zweiten Teil durchgespielt. Oh Junge, das war ein echt guter Teil. Wir gehen jetzt zurück ins Hauptmenü.
Und als nächstes, im nächsten Part, spielen wir den dritten Teil von Crash Bandicoot in der Enden-Trilogie. Und bis dahin, Alola.